die klingt so gut. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Lang, lang ist es her. Heute drehe ich aber wieder meine Runde mit meiner brandneuen Maschine. Ich hocke hier nämlich auf einer ziemlich neuen Husqvarna 701 Supermoto. Der ein oder andere Hase wird aber dieses Bike noch kennen von meinen alten Videos. Zwar nicht genau diese Maschine, aber meine alte 701, die kann ich ja jetzt einfach mal kurz einblenden. Das war eine Baujahr 2017, wenn ich mich jetzt nicht täusche. War auch eine richtig geile Maschine. Habe sie aber damals verkauft. Und jetzt sitze ich wieder auf einer 701, weil die mir optisch halt einfach am besten gefällt. Ich habe überlegt gehabt, ob es auch eine SMCR werden soll. Die finde ich auch optisch ziemlich geil, aber ich bin nicht so dieser Orange-Typ, muss ich sagen. Das ist einfach nicht so meins. Ich weiß zwar gar nicht gerade, ob die neue auch noch einen orangenen Rahmen hat, aber ich glaube schon. Von der Sitzposition, ich habe ja auch einen Kumpel, der eine SMCR hat. Die muss ich dann unbedingt mal Probe fahren. Könnte ich auch mal vielleicht ein Video dazu drehen, wenn wir mal Bikes tauschen. Aber mir, also die sieht von der Optik her nämlich deutlich schlanker aus. Also so habe ich es jetzt mal in Erinnerung. Und Flohmarkt. Und die ist jetzt ein bisschen bulliger, kommt mir so vor. Trotzdem gefällt die mir optisch einfach. Oh. Erstmal kurz raus beschleunigen. Ah, die fährt sich so geil. Ich muss sie ja übrigens auch noch einfahren. Deswegen darf ich sie noch nicht wheelen und das ist ganz, ganz, ganz gut so, weil ich habe schon wieder das Bedürfnis gehabt, sie zu wheelen. Verrückt, weil bei meiner allerersten Fahrt habe ich mir gedacht so, Alter, wie kann das sein? Wie konnte ich denn damals die 701 wheelen? Also das ist im Wheelie fahren so verrückt. Ich dachte mir, wie bescheuert war ich? Jetzt war ich so 200 Kilometer mit der, sie hat jetzt grob Gesamtkilometer, könnten wir ja mal schauen, wo 683. Ich habe sie jetzt auch schon zum 1000, also boah, ich fliege schon wieder durch die ganzen Themen. Ich habe so viel zu erzählen, aber weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ja, einfach querbeet durch, einfach mal ein bisschen loslabern. Und ja, die hat jetzt knapp 700 Kilometer oben. Ich habe sie auch schon zum Service angemeldet für den 1000er Service im Ende Mai. Und ich habe sie damals mit 350 Kilometern gekauft von einem Spezel von mir, der die gekauft hat und einen Führerschein machen wollte, hat ihn aber nie gemacht. Und jetzt hat er sie wieder verkauft. Und ich habe witzigerweise noch so gesagt gehabt, jo, schick mal den Link durch. Ich würde einfach mal, wenn ich jemanden wüsste, dann kann ich ihn ja die weiterempfehlen. Und schlussendlich ist sie dann doch meine geworden. Ja, und ganz spontan bin ich dann zu ihm gefahren und habe gesagt so, ja, lass mal, zeig mir mal deine Karre. Und die hat mir dann doch so gut gefallen. Er hat auch schon ein paar Umbauten gemacht. Die Auspuffanlage und ein paar Extras. Und da konnte ich eigentlich nicht widerstehen. Alter, die fährt sich so gut. Oh, nochmal eine schöne Kurve, komm. Oh, wunderschön. War nichts los. Saugeil. Glück hatte ich bitte. Ich hatte ja gerade übel Glück, dass ich hier komplett hochfetzen konnte. Geil. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das früher gemacht habe. So schön. Muss mir aber trotzdem gerade erstmal so ein bisschen noch mal mit der warm werden. Vor allem einfahren, nicht zu hoch drehen, nicht zu viele Gasstöße geben. Boah, ich freue mich schon so, wenn ich sie eingefahren habe. Wenn der erste Ölwechsel dran war, habe ich schon richtig Bock. Ja, ich bin gerade auch auf dem Weg in die Stadt. Ich muss nämlich ein blödes Papier ausdrucken. Ich habe keinen Drucker und jetzt muss ich mal gucken, ob das bei DM oder so geht. Ja, sie gefällt mir auf jeden Fall richtig gut.
Sie ist Baujahr 2022. Ich kann es euch nicht sagen, ob sie 73 PS hat oder 75. Das weiß ich gerade nicht. Was ich aber weiß, ist, dass mir das Weiß-Grau richtig gut gefällt und dieses Schwarz, was die neueren haben, mir nicht so gut gefällt, muss ich sagen. Ich habe auch mich noch gar nicht auseinandergesetzt mit diesen Traction Control und 1 und 2 Sportmodus. Boah, wenn jemand Lust hat und weiß, wie er mir das ganz einfach in den Kommentaren erklären kann, kann er das gerne reinschreiben. Ich habe mich da auf jeden Fall noch nicht reingefuchst. Ich dachte mir nur, solange ich ESE einfahre, lasse ich das einfach ganz alles auf Basic. So komme ich schon mal nicht in die Gelegenheit, noch aggressiver zu fahren, sagen wir es mal so. Ja, wir fahren jetzt auch gerade an die Stelle hin, an der ich damals meinen Motorradunfall hatte, genau an dieser Kreuzung. Das war auch so der hauptausschlaggebende Punkt, warum ich dann damals auf, so wo jetzt gerade der VW steht, ungefähr da ist es passiert. Da hat mich ein Autofahrer übersehen. Nee, das war weiter vorne, da so ein bisschen weiter vorne noch nach links. Da hat man mich einfach mal mitgenommen als Autofahrer, der Autofahrer. Boah, die klingt so gut. Ja, und dann habe ich übel die Lust am Motorradfahren verloren. Ich glaube, im nächsten Video zeige ich euch auch einfach mal die Karre und was ich noch so gerne verändern möchte und was jetzt schon verändert wurde. So, ich muss jetzt ganz kurz dort einkaufen gehen und man sieht sich gleich dann einfach nochmal auf dem Bike. Jetzt dachte ich mir, jetzt überlege ich mir noch was ich zu einem Motorrad sagen könnte. Aber es, glaube ich, gibt es noch gar... Oh, scheiße, hier geht es nicht mehr weiter. Dann muss ich jetzt mal probieren, hier einfach mal abzubiegen. Aha, da geht es genauso wenig weiter, oder wie? Also hier heißt es ja mal nicht, dass man hier nicht fahren darf. Deswegen fahren wir einfach mal hier diesen schönen Weg entlang. Für was hat man denn eine Supermoto, ha? Perfekt. Das ist ja auch das Schöne, mit einem Motorrad kann man ja auch manchmal einfach Wege lang fahren und hat es nicht schwer dann umzudrehen. Was auch übel praktisch ist an dem Bike ist, dass ich einfach mal viel schneller spontan wohin noch mal kurz fahre, weil ich verknüpfe das immer sofort mit einem Freizeitthema und nicht mit so, oh nee, jetzt wieder ins Auto steigen, irgendwo hinfahren, gar keine Lust, sondern hier fährt man einfach mal schnell noch mal in die Stadt rein, stellt sich irgendwie vors Loch. Es ist halt schon super entspannt mit dem Motorrad. Und mit dem Auto ist es alles viel komplizierter. So, jetzt probieren wir mal den Quickshift aus. Nice. Da werde ich ja immer noch nicht ganz so warm, dass man hier einfach schalten kann, ohne zu kuppeln. Das ist sowas von krass. Also das konnte ja meine damalige Maschine noch nicht, meine 701, oder das konnte bis jetzt noch gar keine Maschine, die ich besessen habe. Und die kann das auf einmal. Das ist schon irgendwie verrückt, muss ich sagen. Hier jetzt einfach mal zu sagen, okay, schalten ohne zu kuppeln. Man kann sogar auf dem Gas bleiben. Ich bleibe jetzt hier auf dem Gas und gehe runter. Es ist halt schon krass, wie viel Leistung die hat und wie normal das wird, umso länger man fährt. Auch die Bremskraft von der Maschine, die ist so unglaublich gut. Es ist kein Vergleich zu meiner Suron gewesen oder sowas. Das ist so, wo ich das erste Mal die Vorderbremse gepackt habe, dachte ich mir, oh mein Gott, was ist jetzt los? So, das Video ist jetzt eigentlich so gut wie zu Ende. Ich fahre jetzt hier noch meine schöne Heimstrecke. Servus. Boah, das ist so krass. Also, man muss ja auch das Motorrad ja erstmal wieder kennenlernen und ihm vertrauen. Das kommt immer jetzt immer ein bisschen mehr und mehr. Gerade so dieses Reinlegen ist schon eine Überwindung gewesen für mich, gerade am Anfang. Dass der Reifen auch hebt, aber der Reifen ist ja so, das ist ja dieser Originalreifen, der wirklich, wirklich gut hebt auf der Straße. Boah, der schiebt den eigentlich ganz schön durch die Kurven, hey. Kann auch nicht so viel reden, wenn
wenn ich jetzt hier die Kurven fahre. Ich hoffe, das ist okay für euch. Boah, da wird mir ja wieder richtig vertraut mit der Strecke. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die mit der Maschine hier schon mal runtergefahren bin. Ich bin die früher, bin ich die, also einfach mal 2 Stunden früher hoch und runter, hoch und runter. Aber das ist schon echt lange her. Deswegen alles wieder smooth eingrooven. Falls ihr kommende Videos nicht verpassen wollt, abonniert super gerne meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Ja, ich hoffe auch die Tonqualität passt und es ist auch anschaulich. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Und dann sieht man sich spätestens im nächsten Video wieder. Haut rein und tschüss.